Mit seinem sogenannten Siegesplan im Gepäck wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Washington im Weißen Haus empfangen. Dabei sagt US-Präsident Joe Biden, anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland zu. Ich will das deutlich sagen, Russland wird nicht die Oberhand gewinnen, die Ukraine wird die Oberhand gewinnen und wir werden ihnen bei jedem Schritt zur Seite stehen. Zuvor hatte Biden weitere Milliardenhilfen für die Ukraine angekündigt und für Oktober zu einem Gipfel der Ukraine-Kontaktgruppe in Deutschland eingeladen. Zu dem seit Tagen angekündigten Siegesplan von Zelensky wurden zunächst keine Details bekannt. Einer der Hauptpunkte ist offenbar die Forderung an den Westen, mit den gelieferten Waffen auch Ziele tief in Russland angreifen zu dürfen. Die USA lehnen das bislang ab, da sie eine Eskalation befürchten. Biden geht ebenso wenig auf die Forderung ein wie später die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Sie weist den Vorschlag ihres republikanischen Rivalen Donald Trump zurück, die Ukraine solle sich zügig auf ein Abkommen mit Russland einlassen. Lassen Sie uns das klar sagen, das sind keine Friedensvorschläge, das sind Vorschläge für eine Kapitulation. Das ist gefährlich und inakzeptabel. Auch Trump wollte Zelensky in seinem Trump Tower in New York empfangen. Der Republikaner hatte dem ukrainischen Präsidenten vorgeworfen, einen Deal mit Russland zur Beendigung des Krieges abzulehnen.